Weihnachten steht vor der Tür und Jahresende. Silvester. Und Silvester, so sieht's aus. Ja, ich denke Zeit, um einmal ein kleines Resümee über das letzte Jahr oder dieses Jahr noch zu laufen zu lassen, so heißt es glaube ich auf Hochdeutsch. Unser erstes vollständiges, komplettes YouTube-Jahr vom 01.01. bis 31.12. Wir sind zwar schon seit 2017 auf dem Schirm, aber erst glaube ich im April oder so. Ja, Jahresabschluss. Wir wollen uns mal bei allen bedanken, bei allen Abonnenten und diejenigen, die unsere mühsam zusammengestellten Filmchen immer wieder anschauen. Mit Freude. Hoffentlich mit Freude. Hoffentlich mit Freude. Aber und auch hoffentlich weiter dabei bleiben. Und klar gilt auch das Dankeschön an alle neuen Abonnenten, die dazugekommen sind. Und auch an die Abonnenten, die uns nicht abonniert haben, uns aber trotzdem schauen. Sind das Schwarzseher? Ich weiß es nicht. Auch an diese, bitteschön. Alle, die uns sehen und ob abonniert oder nicht abonniert. Genau. Und an den ganzen Likes und dergleichen, ja, die ganzen Interaktionen halt, dass ihr euch die Zeit genommen habt, ganz hervorragend. Und wir hoffen natürlich, dass das im neuen Jahr so bleibt. Oder vielleicht sogar besser wird. Man weiß es nicht. Platz nach oben ist ja immer. Genau. Ja, Weihnachten, Jahreswechsel. Wir werden eine kleine Weihnachtspause einlegen. Ja. Also wird das so ziemlich jetzt das letzte Video sein für dieses Jahr. Aber wir kommen wieder. Aber es steht ja einiges vor der Tür. Genau. Es steht noch einiges an. Ja. Wie zum Beispiel unseren Urlaub im Januar, Wintercamping. Wie jedes Jahr. Diesmal mit Wohnmobil, heißt mehr fahren. Mal gucken, wo uns die Reise hinführt. Wir sind uns da selber noch nicht so einig. Ich glaube, wir machen das so ganz spontan, wetterabhängig. Wir müssen uns halt eben dieses Thema Wohnmobil und mehr Reisen doch auch erstmal, glaube ich, reinfinden. Ne? Man muss sich ein bisschen dran gewöhnen. Ja. Oder ja. Dann machen wir vielleicht nochmal ein Video raus. Wenn es euch interessiert, schreibt mal unten rein. Vor- und Nachteile, Wohnwagen, Wohnmobil. Also wir haben schon das ein oder andere. Ja. Ich glaube, da haben wir schon mal was zu gesagt. Haben wir schon? Ja. Okay. Dann doch, haben wir. Kommentare wieder löschen. Nein, aber weitere Aussichten. Also Urlaub, ganz klar, der ist geplant. 7. Januar bis danach. Irgendwann, später. Zwei Wochen, glaube ich, sind es. Ne? Oder etwas über zwei Wochen. Schauen wir mal. Durchhalten. Genau. Dann gibt es noch Optimierungen, will man so sagen, am Wohnmobil. Ja, weil das geht ja nicht, dass wir was kaufen und mein Schätzchen da nichts findet, was er da nicht ändern möchte. Meinetwegen könnte so bleiben, aber ja, er muss ja auch was zu tun haben. Ne? Also es gibt da noch das ein oder andere zu optimieren, da seid ihr natürlich dabei. Später im Jahr dann, im neuen Jahr. Und schon ein größeres Highlight wird auf jeden Fall im April sein, 4. bis 7. April, glaube ich. Da haben wir sind wir beim HC Camping Treffen West. HC steht für Happy Camping. An dieser Stelle Gruß an die Community. Und auch einen schönen Dank vielleicht bei der Gelegenheit an Ulrich Klein, der hat da wohl sehr viel organisiert. Wir kennen niemanden persönlich. Wir freuen uns aber extrem drauf. Zwei YouTuber kommen auch, das weiß ich. Brigitte und Ernst aus Köln. Freuen wir uns auch mega drauf. Also das steht noch an, definitiv. Und den Rest wird man sehen, jo. Oder? Was so kommt. Genau. So. Sommer, dann irgendwelche, wenn es dann von meiner Seite her dann mal klappt, spontan Wochenenden. Ja, dein Job ist natürlich
bisschen schwierig. Ist immer ein bisschen schwierig bei mir, aber wir versuchen es halt dann jetzt öfter mal einzuschieben. So. Seid gespannt. Genau. Dranbleiben wird spannend. Ich hoffe, für euch. So, das soll es aber erstmal gewesen sein. Ja. Wir wünschen euch ein super schönes, tolles Weihnachtsfest im Kreise eurer Lieben und natürlich auch einen guten Rutsch. Mega geil. Ins neue Jahr kommt gesund, munter, fröhlich, wie auch immer. Ins neue Jahr. Genau. Und mit diesen zauberhaften Worten sagen wir Tschüss. Ja. Bleibt sauber, lasst euch reichlich beschenken an dieser Stelle. Bleibt gesund. Wir sehen uns im nächsten Jahr. Tschüss. Tschüss.